So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramsette Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch, die ich jetzt aber schon am Dienstagabend fix aufnehmen muss. Ich muss nämlich dann direkt gleich weg, nach dem Raids für Zuschauer-Stream, alles chaotisch, alles geht runter und drüber, Stimme kaputt, knallroter Kopf, sieht richtig gut aus. Wir wollen nicht lang rumschnacken, wenn alles gut geht, gibt es 18 Uhr die Raid Mania mit Lavados, wo ihr Raid Mania Punkte verdienen könnt, mich einladen könnt auf dem Spüle-Trend-Account. Der hat zwar schon einen shiny Lavados, aber es geht ja trotzdem um den Spaß, die Spannung und das Spiel und alles andere. Ansonsten würde ich sagen, laber mir nicht weiter, denn ich stehe unter Zeitdruck. Ich sag's nochmal, wir kommen direkt zu den Highlights der Woche und natürlich auch zum Schocker der Woche. Aber wir fangen jetzt an mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Henry, der hat nämlich gewonnen gehabt. Und dann das Pikachu bekommen von mir, dem habe ich das zugeschickt per Plüsch. Dann hat er mir ein Bild auch geschickt, dass es überhaupt angekommen ist. Ist das nicht süß? Ihr seht, wenn man gewinnt, man kriegt auch was zugeschickt. Der Thorsten, bester Mann hier auch, hat er auch gewonnen. Der hat mir auch dann das Beweisfoto noch geschickt, dass er also sein Plüsch erhalten hat. Dann haben wir Lennart. Oh, genau 13,37 Staralilli gesehen. Ihr wisst die Zahl vom Schilling und er hat auch einen Pika als Plüschtier, aber das sieht so komisch und fett und unrund aus. Also das ist das hässlichste Pikachu, was ich je gesehen habe. Grüße gehen raus an Lennart. Selal hat mir wieder geschickt. Shiny Bronzel, Shiny Zapdos, Shiny Lampi. Wir öffnen Kasse 2 für Sie. Ihr wisst, wie das Gedränge da immer ist. 100er Lampi, 100er Velursee, Shiny Schallquap. 100er Flauschling, Shiny Radfratz, 100er Zwirrlicht, Shiny Ohrdoch, Shiny Huthut, Shiny Knofensa, Shiny Schamjan, 100er Zubat, 100er Staralili, insgesamt 35 Shinies bekommen am Z-Day bei Selal, dann ein erlöstes 100er Glumanda, Shiny Pikachu, ist eigentlich ein Z-Day Pokémon, hätte ich gar nicht mit reingeben dürfen, fällt mir gerade auf. Shiny Schamjan, 100er Staralili, durch einen Tausch erhalten, noch mit dem kleinen Account. Sagst du auch manchmal in Gesprächen einfach ja, obwohl du gar nicht zugehört hast? Ja. Und warum? Warum was? Hat er nicht zugehört, einfach ja gesagt. Ich glaube, sowas haben wir aber schon mal drin gehabt. Genaya jetzt. Genaya, Shiny Lavados, Shiny Makuhita. Nochmal Shiny Lavados mit Wetterbrust, Z-Day-Ausbeute, 200er bekommen, 37 Shinies, 100er Krabi mitgenommen. Shiny Krypto Bisa Sam, Kaiser Kai. Habe ich schon lang, hab's noch nicht entwickelt gehabt, bin froh darüber. Welche Ladeattacke kannst du empfehlen? Rückkehr würde ich behalten. Na dann Rückkehr behalten und dann am besten noch eine Flugattacke drauf. Ist ja ein Flugangreifer, würde ich sagen. Ich weiß aber nicht, welche Flugattacke der jetzt gerade hat überhaupt. So, vielleicht Orkan. Hat er Orkan? Hat er was anderes? Beide Geschlechter, die Shiny-Familie voll. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Einfach so in der Wildnis, 100er Glibunge hier, 100er Mogelbaum, aber jetzt beim Chevy Art plus 98er Krypto Glumanda könnte man zu einem 100er erlösen. Dann Shiny Pandir, 100er Quapsel, 100er Carpador. Wann kommt der Z-Day? Die Carpador-Armee wächst als 100er, läuft vor dem Z-Day schon 200% Staralili, die man natürlich dann entwickeln könnte. Shiny Knilz noch mitgenommen, Shiny Bumi, 100er Flemli, 100er Krypto Tuska. Das ist dann nach dem Z-Day oder was? Da würde ich gar nicht durch. 4 Sterne und Star und nix da Havla. Das sind alles 100er Kryptos, auch 2 Stück und jetzt ist immer noch Chevy. Chevy reißt komplett ab und hat jetzt 3 Stück auch auf Level 50 gepusht. 2 Krypto 100er, Staraptor und ein normales. Das sieht auf jeden Fall heftiger aus. Dann 100er Psyau, auf jeden Fall ein seltenes 100er. Aluhut, Spezialtausch gemacht mit dem kleinen Account. Direkt 100% Lavados bekommen, einfach so ohne Lucky Trade, ohne irgendwas. Nutzt eure 2 Spezialtrades, die ihr habt momentan, jeden Tag. Ich kann die nicht nutzen, ihr könnt die nutzen. Any Project, endlich genügend XL zusammen, um mein Lieblings-Pokémon auf 50 zu maxen. Ab dafür, Togekiss. Und lässt er das so? Ich glaube, er lässt das so, der will das einfach so haben. Irgendwie ist Togekiss der Liebling von vielen, Togepi meine ich. Togekiss wäre ja das Nützlichere davon. Einfach so lassen, einfach so machen. Sören, hab es entwickelt, hab schon einen 100er in normal. Ja, jetzt noch hochziehen ist doch ein richtig starker Angreifer.
saß plötzlich vor mir, gefangen aber schlecht, genau Metacross mit 3-3, bei einem Kollegen Glückstausch gemacht, beides 100 geworden, Rihorn, Funby, alles dabei, muss mich mal bei dir bedanken, Hildburghausen, Thüringen, aus dem Ei? Polita, Shiny, 7. Tag, 11 Uhr, leider nur großartig geworfen, 62.000 Punkte für ein Fang des Tages in der 7er Serie, wenn einfach fabelhaft wäre das natürlich noch mehr gewesen. McMaggie mit Wetterboost, 100er Lavados, dann hat er mir zum Geburtstag dieses Pichu geschickt, um alles Gute zu sagen. Daniel mit dem 98er Krypto Kanimani, Alexander Ahringer, Shiny Krabi aus der Forschung, Lukas, Shiny Flampion, Hyper Noob, das sind so meine Highlights der Woche, nicht das Beste, aber schon einiges dabei. Shiny Zapdos, 100er Grillmark, Shiny Krypto Glurak, nochmal Shiny Krypto Glumanda. Shiny Glumanda mit Partyhut, erlöst es 100er Sumpex. Hier, Iguana oder wie es heißt, kenne ich den Namen nicht mehr. Der weiß ja die Weiterentwicklung, also heißt es nicht so, es heißt anders. Okay, wie ist der Name? Schreibt es mir in die Kommentare, auch 100%. Hier ein Pelikan, 100%. Junge, was verdecken die denn die ganzen Namen da unten? Wie soll ich denn da vorlesen, was das ist? Hier, Tyrakrok, den kriegen wir noch hin, erlöst es 100er. Maromai, 100er. Krypto, Shigi, Shiny, Krypto, Shiny, Glumanda, immer noch Hyper Noob, Bisasam 100. Und das war das Beste, was ich bekommen habe. Einfach mal ein Shundo Maromai in der Rampenlichtstunde. Shundo in der Rampenlichtstunde, das auf jeden Fall stark. Annika auch stark mit dem Shiny Zapdos. Plus ein 100er Sonnenkern, 100er Froxy, Benjamin Engel, Shiny Galamauzi. Hat dann hier ein Duo gemacht, ein Wetterboost-Duo von Zapdos mit Bohrschnabel, dass das auch die geboostete Attacke hatte. Hat es trotzdem besiegt, so zweit. Wetterboost-Duo hier, zack, Dresden alles dabei. Dann mal aus Spaß den Vierer vom C-Day, die so unglaublich schwer sein sollen, gemacht. 100 Sekunden übrig, ging also trotzdem deutlich besser als die letzten. Heiko hat sein Mewtwo endlich hochgezogen, hier auf 50 und alles draufgeklatscht, was man braucht. Spukball, Psychostoß. Dann hat er ein Solo-Raid gegen Mega Taubos gemacht und Solo-Raid gegen Lavados. Heiko ist einfach eine Abrissmaschine. Thomas Speck hier, 100er Glückstrasler, 100er Zapdos. Er könnte ein 100er Hydropi erlösen. Godzilla, ST, wofür steht ST? Level 50 auf jeden Fall. Max, wunderbar. Thomas Speck, Cumulus. Ich bin im Urlaub in einem Dorf. Cumulus 1310. Cumulus im Urlaub an der Ostsee. Makuhita 100. Henry Niggi noch gerade aus dem Ei bekommen. 100er Psiao noch aus dem Ei. Shiny Togepi, 100er Griffel aus der Forschung. Erlöstes 100er Lugia, hätte ich auch gemacht, wenn ich kein 100er hätte, hätte ich auch eins erlöst, sieht nämlich richtig fetzig aus. Aber ist von der Freundin und noch einfach nur genial, ein Shiny Lavados. Das waren die Highlights, jetzt ganz schnell der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche, haltet euch fest, kommt diesmal von Lost Lüft. Ne? Das ist zwar nicht direkt von ihm, aber er hat das eingesendet. Ist von Reddit nicht meins. Ich habe nur diese Art von Bug noch nie gesehen. Da steht einfach ein Gubbi-Pferd. Guckt euch das an. Ein Ponita ohne brennenden Schweif. Das sieht total, sieht aus wie ein Gummitierchen. Jetzt könnte man das einfach nehmen und essen. Und es schmeckt bestimmt super fruchtig und genial. Auch im Beutel hat das immer noch keinen Schweif gehabt. Das Feuer ist erloschen. Und das auch bei uns. Unser Feuer ist jetzt auch erloschen. Ich muss nämlich unter Zeitdruck das schnell rendern, hochladen überhaupt. Und ja, dann sehen wir uns, glaube ich, heute Abend trotzdem 18 Uhr in der Raid Mania, wenn ihr einladet zu Lavados auf dem Spüle-Trend-Account und Raid Mania-Punkte bekommen könnt. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und ich hoffe, bis nächste Woche ist wieder alles normal und es klingt dann auch wieder besser. Also bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.